Hi Leute. Eine wichtige Grundregel, wenn du dich gesünder ernähren möchtest. Ist unglaublich wichtig, viele vergessen es immer. Und es klingt so einfach und banal, und es ist auch einfach und banal, aber man muss es machen. Und zwar muss man es jedes Mal machen. Wenn man einkaufen geht und sich jetzt immer gesünder ernähren möchte, dann musst du jedes Mal, wenn du irgendwas in einem Supermarkt, egal wo, kaufst, dann musst du jedes Mal die Zutatenliste lesen. Und das musst du auch machen bei so simplen Dingen wie tiefgefrorenen Erdbeeren, tiefgefrorenes Obst. Weil heutzutage ist es gängig, dass jedes Lebensmittel, aus was für Gründen auch immer, denaturiert wird. Ich war mal in einem Supermarkt und habe ich zum Beispiel bei Datteln nicht drauf geschaut. Dann waren die Datteln, oh Wunder, weil Datteln, die halten ja von Natur aus nicht, weil es ja nicht genug Zucker enthält anscheinend, wurden die natürlich mit Konservierungsstoffen behandelt, was weiß ich. Und dann natürlich, weil Datteln sind ja auch allbekanntlich nicht süß genug. Deswegen wurden die zusätzlich noch gesüßt. Also es waren dann Datteln, die gesüßt waren und mit Konservierungsstoffen behandelt. Gott weiß warum. Keine Ahnung. Aber ihr müsst jedes Mal eine Zutatenliste lesen. Und auch bei so Sachen wie Bio, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier, keine Ahnung, keine Firma genannt, aber hier, das war so einfache passierte Tomaten, ist jetzt nicht von mir. Und kauft man mal so, denkt irgendwie, da ist nichts drinnen. Und dann ist halt Salz drinnen. Also Industriesalz, kein Meersalz oder Steinsalz, sondern Industriesalz. Und du musst wirklich jede Zutatenliste lesen. Und Bio heißt nicht gesund. Das ist auch ein Fehler, den viele machen, dann steht da irgendwie gesund und was auch immer für Werbeslogans drauf. Das Einzige, was du machen kannst, ist immer die Zutatenliste zu lesen. Und dann solltest du dich an die Grundregel halten, immer natürlicher zu essen, immer unverarbeitetere Lebensmittel zu essen. Dazu habe ich auch ein schönes PDF auf meiner Webseite, kannst du kostenlos downloaden, Link steht unten drunter. Und ansonsten, das war's auch schon, ich wollte es wirklich kurz und eingängig halten, ist unglaublich wichtig, beachte das. Es ist eine Grundregel, wenn du dich schrittweise immer gesünder ernähren möchtest. Ansonsten, mach's gut, dir noch einen schönen Tag, ciao.